Hat ein Mensch, der absolut nichts von Jesus Christus und seinem Evangelium gehört hat, hat ein solcher Mensch trotzdem die Möglichkeit, gerettet zu werden? Die Bibel sagt ja, jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, geht verloren, das heißt, kommt in die ewige Gottesferne. Aber was ist, wenn ein Mensch diese Botschaft gar nicht erreicht? Seit dem Sündenfall kann jeder Mensch durch Glauben, durch Vertrauen eine persönliche, rettende Beziehung zum lebendigen Gott haben. Es ist das Prinzip des Glaubens, des Vertrauens, das den Menschen rettet, seit dem Sündenfall bis heute. Deshalb hat sich ja Gott immer speziell den Menschen geoffenbart, hat sich zu erkennen gegeben auf die unterschiedlichste Art und Weise. Durch direkte Theophanien, durch Engel, durch Propheten, durch Zeichen und Wunder, durch gesprochenes Wort, durch geschriebenes Wort, die alttestamentarische Schriften, die neutestamentarische Schriften. Er hat sich einzelnen Personen geoffenbart, er hat sich ganzen Völkern geoffenbart, wie den Juden als Jahwe, den Bundesgott. Ja, Gott selbst kam auf die Erde, Christus, und die Menschen können heute im Evangelium, in der Bibel, das ja auch eine Gottesoffenbarung ist, von Christus lesen und ihn annehmen, eine Beziehung des Glaubens zu ihm haben. Aber was ist, wenn ein Mensch all dies nicht erreicht, sowohl im Alten Testament und auch heute das Evangelium nicht erreicht? Deshalb gibt es eine allgemeine, universelle Gottesoffenbarung, das ist die Schöpfung. Sie ist allgemein, sie ist gültig für alle Zeiten und sie ist immer weltumspannend, sie erreicht jeden Mensch. In der Schöpfung, anhand der Schöpfung kann der Mensch den Schöpfergott erkennen und anerkennen als Schöpfergott. An der Schöpfung offenbart sich Gott seine Existenz, seine Weisheit, seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Güte und vieles mehr. Das heißt, ein Mensch kann, wenn er offenen Herzens ist, anhand der Schöpfung umkehren zum Schöpfergott und das Leben, das Gewissen ausrichten in Gottesfurcht auf den Schöpfer. Dann hat er die Möglichkeit, gerettet zu werden. Das ist aber nur dann gültig, wenn ihn sonst keinerlei andere Gottesoffenbarung erreicht, also das Evangelium nicht und damals sonst keine Offenbarung erreicht hat. Aber was, wie die Geschichte zeigt, die Menschheitsgeschichte, haben die meisten Völker, die nicht erreicht wurden, diese Gottesoffenbarung in der Schöpfung abgelehnt. Und das reicht zur Verdammnis. Sie haben stattdessen entweder einen eigenen Götzen definiert oder haben die Schöpfung selbst zu einem Götzen gemacht, haben die Sonne und den Mond angebetet.